Gehen wir mal zurück auf Ihren persönlichen Jubeltag. Sie sind Teil dieses legendären Olympiateams, so muss man das ja sagen, wenn man da heute Namen liest, wie Anita Wachter, Marc Girardelli beispielsweise, wobei damals auf anderem Ticket sozusagen, aber es waren auch Vorarlberger Medaillen, die er da für Luxemburg nach Hause brachte. Was war das für ein 9. Februar, an dem Sie ja eine Sekunde schneller als im Training noch ins Ziel kamen, mit der Startnummer 1 und dann das große Zittern begann? Das große Zittern stimmt, aber ich war mir damals sicher, wo ich durchs Ziel gefahren bin mit der Nummer 1, dass es gut ist für eine Medaille. Also da war ich fix überzeugt. Ich bin auch durchs Ziel gefahren, habe meine Faust geballt. Jeder hat sich gedacht, der ist nicht ganz wucki, der fährt mit Nummer 1 runter und ist fix überzeugt, dass es ein Top-Lauf war. Aber ich habe das einfach gespürt. Die Bedingungen waren ident zum Training. Ich habe im Training keine Quali fahren müssen. Ich habe Reserven gehabt, gerade auch noch beim Material. Das wussten aber nicht viele. Und dann habe ich noch eine Sekunde drauflegen können mit nahezu identer Fahrweise wie im Training. Und da haben dann einige gemeint, jetzt ist er engere Linie gefahren, hat da mehr riskiert, da. Und viele haben dadurch Eigenfehler gemacht, die sie nachher, sagen wir mal, aus der Favoritenrolle selber hinausgeschossen haben. 1992, das ist schon einige Jährchen her, nämlich genau 30, für alle, die die Daten dann nicht mehr präsent haben. Sie haben ja vorher kein Weltcuprennen gewonnen und waren sich trotzdem sicher mit der Startnummer 1, das ist eine Olympiamedaille. Ja, kein Rennen gewonnen. Im Skisport ist so, da fährt man oft super Rennen und hat dann 5. oder 7. oder 9. Platz. Oft hat man bescheidene Rennen oder es hat irgendwas nicht gepasst und man gewinnt trotzdem. Das sind so viele Faktoren, die da mitspielen. Es ist, wie gesagt, Material, Wind, Startnummern, alles, Sonneneinstrahlung. Das kann so oder so ausgehen. Kein Rennen gewonnen davor, das stimmt. Es ist nie der Einzel davor gestanden. Aber es waren halt wirklich Rennen dabei, die vom Fahren her mehr als gewonnen hätte, wo sich einfach auch Bedingungen geändert haben. Mit höheren Nummern sind nachher noch Athleten dahergekommen. Aber es hat auch andere Rennen gegeben, wo ich gewonnen habe, wo vielleicht manche andere besser gefahren wären. Deswegen habe ich das nicht so sehr bewertet. Ich habe einfach gewusst, was ich zu dem Zeitpunkt drauf hatte und habe mich auch minutiös auf diesen Tag vorbereitet und es ist Gott sei Dank gut aufgegangen. Und Sie waren auch relativ jung, mit 23 Jahren. Dieselbe Skifirma wie der angesprochene Johannes Strolz, nämlich an Hedgy unter den Füßen, den Sie nicht selber präpariert haben, nehme ich an. Nein, ich war ja einer der ersten Athleten, wie die Firma Hedgy entschieden hat, sie macht wieder Rennlauf oder sie steigt in den Rennlauf ein. Ich war auch der erste Olympiamedaillengewinner auf diesem Produkt. Das ist, kann man sagen, ein Start-up in Vorarlberg gewesen, dass man gesagt hat, okay, Kennelwacht macht auch Rennski, auch für den Weltcup. Die waren nur in der Profiszene in Amerika tätig bis dato. Und ich hatte da super Unterstützung von der ersten Minute an. Und Material hat sicher einen riesen, sagen wir mal, Anteil gehabt an dieser Goldmedaille. Wir haben ganz viel getestet. Wir haben uns auch auf was Neues einlassen. Ich bin da einen kürzeren Ski gefahren als alle anderen. Der Berg hat einfach nicht mehr hergegeben. Es war so steil und kurvig. Bin ja einen 2,15er gefahren. Das waren heutzutage die Mädchen. Aber das Reglement hat es zulassen, habe ich ausgenutzt und hat Erfolg gebracht. Dieses eigene Gefühl, dass das jetzt eine gute Fahrt war. Was kriegt man denn als Rennläufer, als Rennläuferin auf der Strecke überhaupt mit? Ja, man kriegt mit, wenn es gut läuft, das ist so, es geht einfach spielerisch, das Ganze. Das ist kein Krampf, das ist alles mit dem Flow und das ist auch, wo oft, wenn man so hört die Sprüche, ja, wenn es läuft, dann läuft es. Das spürt man wirklich. Also wenn es leicht von der Hand geht, oder, dann ist man auch bereit, noch mehr Risiko zu gehen. Man ist, man macht das Ganze spielerisch, man ist aktiv, man geht aktiv in jede Kurve hinein, jeden Sprung etc. Und man ist nicht in einer Situation, wo man wartet, was passiert jetzt? Oder gehe ich im Schwerpunkt ein bisschen zurück und tu nur noch reagieren. Sondern wenn man gut drauf ist, in Form ist, dann sage ich, sind immer die Hände vorn, ist man im Angriffsmodus, so wie auch ein Boxer, der angreift, hat die Hände vorn, der verteidigt, hat sie hinten. Genauso ist es im Skisport und das wird auch jeder Zuschauer sehen. Die Leute, die in Form sind, die haben einfach alles vorne und die haben einfach nur einen Drang, so schnell wie möglich ins Ziel zu kommen.